Hallihallo. Ja, also kurz vor Weihnachten, wir sind im Adventskalender und heute wird das 18. Türchen geöffnet. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe gerade in die Kiste reingeguckt und dann hat mich was riesengroßes Weißes angestrahlt. Kann das sein, dass heute der 18. ist? Kann das sein, dass wir wieder ein Schminki haben? Für die Leute, die neu hier sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Meine kleine Tochter hat alles eingepackt, ich habe es gekauft. Ich weiß nicht, was mich hier erwartet jeden Tag, aber ich muss jedes Mal die Challenge erfüllen. Und heute haben wir ein Schminki. Die Leute, die mich verfolgen, im positiven Sinne natürlich, die wissen das schon. Das ist ein Schminki, ein kleiner Liebesbrief von meiner Tochter. Schreiß das mal auf. So. Schon wieder ein Schminki. Was steht da? Wie sie die Nase immer malt, ne? Ordinär. Schminken grünen Lidschatten auf die Augen. Okay. Das ist sehr einfach. Das hatten wir ja gestern schon und vorgestern oder so. Die Nase, guckt euch mal die Nase an. Naja, das üben wir noch mal. Okay, ein Schminki. Ja, Gesichtscreme habe ich schon aufgetragen. War gestern noch mal im Solarium, aber ich habe das im Gesicht ganz minimal eingestellt und nachher auch ausgemacht. Ich bin also immer noch nicht super braun oder so. Ich wollte das nur an meinem Körper, dass ich mich wohlfühle zu Weihnachten. Ja, also ihr Lieben, da muss ich ja mal glatt mal ein bisschen überlegen, was wir heute machen. Jo, da brauche ich mal 5 Minuten. Ich würde gern wieder die Foundation nehmen, die finde ich so toll. Ja, ich muss mein Gedöns erstmal sammeln. Ach so, da hinten ist es. Ich habe so viel, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo was steht. Immer noch diese tolle Foundation. Ich bin von ihr begeistert, genauso begeistert wie natürlich von meinen Avonchis. Die liebe ich auch total. Meine Foundation von Luxe, Kaschmir, I love it. Matt ist nicht ganz so meins, muss ich ehrlich gestehen. Jetzt zeige ich die mal. Also, die ist schön, aber die ist sehr matt und die mische ich persönlich gerne mit dieser hier. Das ist mehr so meins. Oh, das blendet aber. Also, Luxe von Avon finde ich für ältere Damen etwas besser. Das ist eine sehr schöne, super abdeckende Flawless Foundation, aber ihr kennt es ja auch. Manchmal liebt man ein Produkt total, da würde man für sterben. Und das ist denn so ein Produkt, ja, okay, haben wir gekauft, muss jetzt irgendwie auch dann verbraucht werden. Ist auch nicht schlecht, aber ist nicht erste Wahl, wenn ich die Auswahl hätte. Jo, bin ehrlich, wisst ihr ja. Gut, ich mache mir mal ganz kurz Gedanken, was wir zeigen. Ja, bin gleich wieder da. So. Ich habe mir Gedanken gemacht und wir haben kurz vor Weihnachten, warum nicht? Kann ja gerne etwas, ist das Licht gut? Kann ja ruhig schön kräftig sein. Wir haben ja kurz vor Weihnachten, ich muss das Kabel hier einmal richtig hinlegen. Ich habe ja meine Ringleuchte noch nicht. Ich mache das immer noch mit dieser Lampe hier. Ja, Leute, ganz einfach. Wir machen jetzt erstmal diese Foundation drauf auf die Tagescreme. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Und das Allerwichtigste, wir machen Ilona von der Sommerwiese. Ich gucke jetzt lieber nochmal. Ich weiß mal, die Blumenwiese oder Sommerwiese. Und daraus nehmen wir das Grün. Das ist diese Palette. Das Grün. Und dann nehmen wir die andere Palette von ihr, Marlene im Rampenlicht,
und nehme dieses Grün und dieses Grau. Und natürlich immer mal wieder den hellen, matten Ton. Und dann gucke ich mal, ob ich am Ende noch mit Glitzer mache oder nicht. Das schauen wir dann mal. Okay, dann mache ich jetzt erstmal ganz schnell so meine Grundierung. Ich mache einmal die Foundation rauf, dann mache ich die Lidschattenbase rauf. Das ist ja nichts Spektakuläres. Oder wollt ihr mir zugucken? Quatsch, ne? Vorher, nachher. Dann wird das Video so lang. Also nur mal so, ich mache die Videos fast immer vormittags, mittags rein. Und irgendwann gegen abends, nachts sind sie dann drin. Ich weiß nicht, warum das im Moment so lange dauert. Ich habe mal gehört, YouTube mag das wohl nicht so gerne, wenn man jeden Tag ein Filmchen macht. Aber gut, zur Weihnachtszeit ist das ja nun mal so. Aber kann auch an meinem WLAN liegen. Ich bin viel unterwegs. Wir haben hier sowieso im Dorf manchmal WLAN-Probleme. Manchmal gibt es hier gar kein WLAN. Also es kann 1000 Gründe haben. Danke, dass ihr dafür Verständnis habt. So, dann werde ich jetzt schnell die Foundation auftragen. Ist ja nichts Spektakuläres. Und dann die Lidschattenbase, da nehme ich weiterhin die von Avon, kann ich euch auch gerne noch mal kurz zeigen. Es gibt ja auch immer neue Zuschauer. Diese nehme ich. Ja, dann mache ich auch ganz schnell noch mal meine Augenbrauen mit einem ganz kleinen Pinsel und mit Menschenschattenbrauen von Michaela Konrads Make-up Coach. Und dann sehen wir uns wieder, dann geht es ans Auge. Da wird spannend, wie vertragen sich die beiden Mädels auf meinem Auge. Und ich habe ja nicht geübt. Also, ja, ich mache es halt so, wie es jede Frau tut, die zwei Produkte vor der Nase hat und jetzt nicht weiß, welche Farbe nehme ich zuerst. Was mache ich jetzt wohin? So geht es mir gerade, aber ihr könnt mir gerne dabei zugucken. Ihr könnt aus meinen Fehlern lernen und vielleicht gibt es ja am Ende dann doch ein ganz schickes Ergebnis. Wollen wir mal gucken, was wir hier so machen heute. Also bis gleich. So, alles gemacht und ich will euch nochmal ganz kurz sagen, dieser Schwamm von Aldi, der ist mega mäßig. Je nasser der ist, und da hatte die eine Lady recht, ich hatte den nur nicht richtig nass gemacht. Also man muss diese Schwämme richtig nass machen, die müssen ganz, ganz, ganz nass sein. Und dann schön auswringen, nochmal ein Handtuch und so, dass er so leicht klamm ist. Und dann ist dieser Schwamm von Aldi ist viel besser als das Teil hier. Das Teil habe ich bei Rossmann gekauft. Das finde ich nicht so schön wie den hier von Aldi. Der ist, ich kann das gar nicht beschreiben, der ist wie so eine Brust. Total weich und weiß ich nicht. Oh toll, so ein richtiges kuscheliges Teil. Also, falls ihr den noch findet bei Aldi, mega mäßiges Teil. Super, super, super. Die eine Dame hatte das verglichen mit den ganz teuren. Die ganz teuren kenne ich nicht. aber ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz teurer sein könnte. So, los geht das. Übrigens noch ein kleiner Tipp. Ich nehme ja immer Foundation. Also wie gesagt, ihr seht ja selber, alles gut. Die passt sich an, wenn man die nicht zu dick aufträgt. Ich habe die nur ganz leicht aufgetragen. Habe sie dann mit dem tollen Avon Fluffy Pinsel, den habe ich jetzt schon im Waschbecken geschmissen, aufgetragen. Dann, wie gesagt, mit diesem riesen Kuschel-Brustschwamm einmal so schön aufgetragen. Und dann habe ich, was wollte ich jetzt sagen? Achso, und dann hatte ich hier bei den Falten, habe ich manchmal so ein, da treffen sich so beide. Einmal die Lidschatten-Base, die ja sehr hart wird. Die wird nicht hart, aber die wird so, die ist fester irgendwie als die Foundation. Die Foundation ist ganz cremig und ganz leicht. Was ich sagen wollte, ist, manchmal ist ja hier, ist ja so eine Falten-Treffpunkt. Und da beißt sich das manchmal so ein bisschen an. Dann habe ich da irgendwie zu viel Produkt. Und dann nehme ich immer mein Abschminki-Tuch und dann muss ich das hier so ein bisschen verarbeiten. Also wegwischen so ein bisschen und nochmal so ein bisschen Transparentpuder und ja, habt ihr vielleicht auch hier, wo der Faltentreffpunkt ist, da gibt es manchmal ein bisschen Trouble. Da muss man dann mit dem Folien nochmal rübernehmen, dann vertragen sie sich wieder. So, okay. Ich habe jetzt von Make-up Coach Ilona von der Sommerwiese, ja, und Marlene im Rampenlicht vor mir liegen. Wir machen ein grünes Auge. Nach 10 Minuten fast nur quatschen, geht das jetzt endlich los. Und ich nehme Marlene. Ich nehme Marlene jetzt einmal fürs ganze Auge mit einem hellen, fluffigen Pinsel
Und solltet ihr jetzt kein Make-up-Coach-Fan sein, solltet ihr das jetzt nicht haben, solltet ihr nur Ilona haben oder solltet ihr Kugel haben, einfach einen hellen, den hellsten Mattenton, den ihr habt, falls ihr dieses Auge nachschminken möchtet. So, alles gesagt. Dann mache ich das so lapidar mit dem Pinsel und dann mache ich das nochmal mit dem Finger gezielter. Also Kugel könnt ihr auch gerne nehmen. Ich nehme jetzt Marlene, weil sie hier gerade rumliegt. Ja. Auch Eisprinzessin geht. Das ist ein rosa Glitzy. Mega schön. Schenkt euch das zu Weihnachten. Eisprinzessin vom Make-up-Coach. Schenkt euch das zu Weihnachten. Es gibt nichts Schöneres. Ich liebe dich total. Ich benutze die viel zu selten. Eigentlich habe ich euch die fast gar nicht gezeigt, aber ich liebe die. Die ist da versteckt und wartet auf mich. So, das haben wir gemacht. Dann nehmen wir jetzt einen anderen Pinsel für dunkle Farben. Sie sucht ihn kurz. Da ist er. Lalala. So, dann mache ich erstmal Ilona von der Sommerwiese. Die rutscht erstmal nach hinten und dann hole ich mir die Rampenlicht-Marlene vor und dann gehe ich mit dem dunklen, fluffigen Lidschattenpinsel in den Grauton Marlene rauchig. Halte mein Auge fest und dann geht es ab in die Lidfalte. Wir gehen schön hoch. Wir gehen schön. Ich gehe schön hoch. Ihr entscheidet das selber, wie hoch ihr geht. Wie so ein Malkuss hier, ne? Wir nehmen jetzt den Pinsel in die Hand und gehen schön hoch. Schminkkurs, Kochkurs. Nehmt das Auge ruhig schon so ein bisschen mit, das kann nicht schaden. Zu viel Farbe schadet nie. Rauf mit der Farbe, nicht zu schüchtern. So. Bin schon wieder begeistert und denke so, eigentlich könnte ich das auch so lassen. Also diese Marlene rauchig, die finde ich echt. Finde ich echt toll. Guck mal, wie schnell die sich auch raufmachen lässt, ne? So, Pause. Jetzt kommt wieder Ilona. Und jetzt gehen wir in den Grünton. Der sieht so aus. Das ist so ein richtiges Grün. Ein sehr vorsichtiges Grün. Das ist nicht so pigmentiert wie andere Farben, aber die lässt sich ganz gut aufbauen. Ich habe auch übrigens eine grüne Jacke an. Das habe ich gar nicht gewusst. Aber ist ja eh meine Farbe, grün. Hätte man mir das mit 20 gesagt, dass ich mal grün mag, hätte ich gesagt, ist klar. So, ins Auge. Und rauf auf das Graue. Das dauert ein bisschen, bis ihr da Farbe drauf habt, bis man da was sieht, weil natürlich hätten wir auch nur Grün nehmen können, aber das finde ich langweilig. Ich finde diese Mischung schön. Diese Mischung Grün und Grau finde ich. Und das Grün wird, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen kräftiger durch das Graue. Das ist ein bisschen schummeln. So, jetzt habt ihr doch ein schönes grünes Auge. Könnt ihr doch nicht meckern. Gibt nichts zu meckern. Da kann man doch mit leben. Mit Ilona muss man halt nur ein bisschen strenger umgehen. Die will immer nicht so richtig. Guck mal, grünes Auge. So reicht mir aber noch nicht. Nee. Irgendwas habe ich da im Auge.
Was ist das denn? So, und die hat ausgedient. Dann nehmen wir jetzt den da. Den da mache ich mir auf das da. Großes Kino. Jawohl. So soll das aussehen. Richtig grünes Auge. Das lasse ich heute so. Wem das jetzt zu grün ist, der kann natürlich gerne mit braun rübergehen. Aber ich finde das schön so. Toll. Das lasse ich so. Nimm nochmal Marlene, rauchig. Nee, Marlene. Wie heißt das? Strahlend. Man kann das jetzt so kühl lassen. Man kann aber jetzt natürlich auch mit Gold und so weiter ein bisschen arbeiten. Ich glaube, also wenn ihr ein kalter Typ seid, vom Hautton her, dann lasst das so, dann steht euch das gut. Mir stehen mehr so warme Töne und deswegen gehe ich wahrscheinlich gleich, so wie ich mich kenne, ein bisschen mit dem Highlighter nochmal in die goldene Richtung. Das müsst ihr aber nicht so machen. Auf jeden Fall finde ich das Ergebnis von diesen beiden Make-up-Produkten, Ilona von der Sommerwiese und Marlene am Rampenlicht, Bombe. Also, da macht ihr nichts falsch, wenn ihr euch die Rampenlicht-Marlene nochmal besorgt oder vielleicht ein paar Töne davon. Auf jeden Fall das Grau. Jo, okay, dann nehme ich so wie gestern meine beiden, wo sind wir? 17 Minuten. Meine beiden Grüntöne, genauso wie gestern. Ich nehme wieder Alluring und ich nehme auch wieder Emerald Glow. Passt ja. Dann mache ich Wimperntusch hier rauf und dann sehen wir uns irgendwann zwischendurch wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt unten das hellere Grün und oben das dunklere Grün. Alluring ist ja dunkelgrün mit Glitzer. Richtig mega. Und ich nehme jetzt kein Glitzi dazu. Michaela Konrads Make-up Coach hat ja einen Dunkelglitzer noch dazugelegt. Das seht ihr in meinem anderen Video. Aber ich bleibe heute so. Ich bleibe heute ganz, ganz, ganz grün. Finde das so richtig schick. Seht ihr das, wie der da glitzert? Der Glimmerstick. Großes Kino. Also ich bin begeistert. Und jetzt mag ich auch wieder die Ilona von der Sommerwiese, weil ich jetzt weiß, dass ich die beiden super mischen kann. Und da gucken wir uns noch mal mehr an, da werde ich auf jeden Fall noch mal was zeigen. Ich habe jetzt erstmal hier euch das noch mal raufgemalt, wie schön das alles harmoniert. Ne? Und wie das funkelt und glitzert, ich liebe das. So, ich nehme jetzt meinen matten Bronzer. Ich muss den Spiegel weiter weg machen. Mach mir ein bisschen Farbe ins Gesicht, ihr seht. Trotz Solarium sieht man den Bronzer noch. Ich bin zwar jetzt nicht mehr so kreideweiß wie Milch, aber naja. Sehe noch natürlich aus. Bronzer liebe ich echt am meisten. So. Wenn ihr der Meinung seid, dass das ausreicht, so wie ich jetzt. So, ich gehe jetzt noch mal so ein bisschen in die wärmere Richtung, gehe mit dem Finger in den Ton, in den dunkleren und das sieht dann so aus. Und wohin jetzt? Wo gehen wir denn jetzt hin, Fräulein? Ich mache den mal hier rauf, mal gucken, wie das aussieht. Oh, nicht zu viel. Finde ich ja toll. Sieht ja gut aus. War eine gute Idee. Das sieht gut aus. Wow, richtig edel. Guck mal. Wow.
Schicki. In die Mitte. Ganz vorsichtig. Nicht so einen Balken wie gestern. Habe ich auch gesehen. Die so alte. Was hast du denn da gemacht? Also nur so ganz leicht. Kommt bestimmt, weil ich so sauer war. Mann, war ich sauer auf mich selber, dass ich da den falschen Knopf gedrückt habe und dann zwei Teile habe. Ein Teil ist ja schon Katastrophe rüber zu schicken gerade. Aber dann auch noch, jetzt mal wieder zu viel, ne? Aber dann auch noch zwei Teile, das ist ja der Oberhammer. So. Also. Vielleicht brauche ich auch gar nicht jeden Tag neu in die Farbe rein. Da müsste ja eigentlich schon genug drauf sein. So, dann mache ich hier auch noch ganz bisschen. Wie gesagt, ich bin da immer eher vorsichtig. Ich mag gern, wenn die Augen so schön zur Geltung kommen, dann muss ich nicht auch noch so die Backen zur Geltung bringen. Das reicht mir denn schon. Dann nehme ich mein Rougepinsel. Stupsel das so rein. Dann noch mal ganz zum Schluss noch mal mein Bronzer. Verteile das alles schön. Auch die Nuance. Und wenn da zu viel, ist es mir schwierig, das wegzukriegen, wenn man da erstmal zu viel drauf hat, finde ich. Zur Not einmal noch ein bisschen mit einem feuchten Tuch. Aber ich gucke mir das nachher mal im Tageslicht an. Also wir haben ja jetzt hier nicht Tageslicht, wir haben die Lampe an, aber es sieht aus wie Tageslicht. Ich mache die gleich mal aus. Moment. Den Lippenstift brauche ich nicht mehr zu erwähnen. Das ist French Toast. Gibt es im Moment nicht in der Broschüre. Das ist ja oft so bei Avon, wenn man auf ein Produkt wartet, muss man warten. Und die aktuelle Kampf geht jetzt auch bis zum 26. Bestellt habe ich Lippenstifte. Mal schauen, wie die sind. Was wollte ich euch sagen? Genau, ich mache einmal die Lampe aus. Spiegel weg. Alles richtig gemacht? Jetzt gibt es wieder Schimpfe. So. Okay, guck mal. So habe ich vorher immer gefilmt. Draußen ist es trübe, die Sonne scheint nicht. Und dann hat man hier ganz anderen Ton. Ich zeige euch das trotzdem mal. So laufe ich heute rum. Ich gucke gleich nochmal, ob ich richtig verblendet habe. Aber auf jeden Fall Lampe wieder an. So kann man besser filmen und besser gucken. Die Filme sind so besser, ne, finde ich. Mit Licht. Mal gucken, wann das Ringlicht kommt. Bin ich ja ganz gespannt, wie das ist. Also. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen vielleicht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren mit Grüntönchen. Und vielleicht möchte der eine oder andere sich mal die Seite angucken von Make-up Coach. Ich bekomme nichts dafür. Ich bin einfach nur begeistert von Make-up Coach und begeistert von Avon, Avon Beraterin. Also, ich, ja, wir sehen uns morgen. Danke für eure tollen Kommentare. Und wünsche euch einen schönen Weihnachtseinkauf. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel zu tun. Ich muss mir noch ein paar Gedanken machen, nützt ja nichts, ne? Also, bis morgen. Tschüss.